Hallo und guten Morgen. Heute geht's zur Rosstrappe. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist im Harz in der Nähe von Thale. Es soll ein Felsen mit wunderschönem Ausblick sein. Und wenn wir schon mal oben sind, wollen wir natürlich auch nach unten. Und zwar ins Bodetal. Mal sehen, ob wir das noch schaffen am heutigen Sonntag. Habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, dann holt das doch gern nach und die Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr mal Nachricht, wenn ich wieder mit Venna unterwegs bin. Also, lasst uns mal losziehen. Und Cassie ist natürlich auch mit dabei. Momentan schläft sie hier noch, aber ich werde sie jetzt erstmal wecken. Erstmal einen schönen Kaffee machen. Das Wasser kocht schon. Huch. Ich bin jetzt hier an der Rosstrappe angekommen und habe einen megamäßigen Ausblick. Passt mal auf! Wurde auch gleich ein Restaurant und ein Hotel hingebaut. Wer hier übernachten möchte, der kann das gerne tun. Ja, und so sieht's aus. Wir waren da oben, also da, wo der orangefarbene Pfeil ist. Da haben wir geparkt, dann sind wir bis zu den Häusern gelaufen. Dort war schon mal ein schöner Ausblick. Und dann sind wir oben auf dem Kamm sozusagen bis hin zur Rosttrappe gelaufen. Und dann war der schöne Blick, den ich euch gefilmt habe. Und gerade rüber auf der anderen Seite ist der Hexentanzplatz. Davon habe ich auch schon ein Video, könnt ihr gerne mal reinschauen. So, ein kurzes Fazit. Ja, Rosttrappe lohnt sich mal für so einen 10 Minuten Ausflug. Aber, oh, jetzt kommt ein Auto zu nahe. Aber so als Tagesausflug lohnt es sich nicht. Und jetzt bin ich im Bodetal und versuche hier krampfhaft mein Auto irgendwo hinzustellen. Es gibt keinen einzigen Parkplatz. Ich warte jetzt hier noch ein paar Minuten, vielleicht fährt noch jemand raus, aber ja, ansonsten gebe ich auf und guck, was man sonst noch so machen könnte. Schade eigentlich. Manchmal zahlt sich Geduld doch aus. Ich bin ja nicht die geduldigste, aber wir haben einen Platz für Venna gefunden und wandern jetzt durchs Bodetal. Da hinten auf dem Parkplatz steht Venna. Hier ist die Bode. Und hier ist noch so ein kleines Örtchen. Und jetzt geht's los. Cassie freut sich schon. So, wir sind hier in Treseburg und wandern den Bodetalweg. Hier entlang, nicht ganz bis Thale, das ist zu weit, das sind 10 Kilometer, 20 hin und zurück. Das ist zu weit, wir müssen ja heute noch nach Hause, aber ein kleines Stückchen. Das sind die Wege, die ich liebe. Kein Mensch zu sehen, schön im Schatten. Cassie kann vor sich hinlaufen. Hier ist auch Wasser, wo sie was trinken kann oder baden. Herrlich. Da steht sie nun, hat sie eben fast die Strömung unterschätzt und wäre nicht mehr zurückgekommen. Muss ja auch gleich bis ins Tiefe latschen. Schön.
Hier so wäre mein Traumstellplatz. Hier mit dem Van. Hier so hinstellen. Morgens Tür aufmachen. Gleich ist der Fluss da. Herrlich. Irgendwie mag ich immer mehr und mehr so Flussstellplätze. Gar nicht so die Seen, die sind so überlaufen. Aber hier so an so einem Fluss ist doch schön. Hat vielleicht einer von euch einen Tipp, wo man sich gut hinstellen kann mit dem Van? An irgendeinem Fluss oder so, wo es schön gemütlich grün ist. Und ich muss jetzt gucken, ob ein Hund kommt. Nein. Und wo man auch übernachten kann. Muss kein Campingplatz sein, einfach so. Dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare oder geht auf meine Webseite und schreibt es mir persönlich. Oder bei Instagram als private Nachricht, wenn ihr es nicht veröffentlichen wollt. Ich würde mich total freuen. Jetzt habe ich ein cooles Plätzchen entdeckt. Schaut mal hier, wie so ein Strand. Ich zeige euch jetzt nur noch Flussfotos oder Flussvideos. Wenn das nicht sehen wollt, müsst ihr abschalten. Aber mir gefällt es total. Wie schön klar das Wasser ist. Findet man nur mit Hund. Cassie ist immer der Nase nachgelaufen. Hier ist gar kein Weg. Aber schön. Hier sieht es aus, als wenn hier schon mal jemand war. Dabei sind wir hier mitten in der Wildnis. Eine Bank, eine Feuerstelle. Wir sind echt weit von Weg abgegangen. Ach, ich nur wieder. Hab mein Stativ vergessen und wollte jetzt nicht noch mal 3 Kilometer zurücklatschen. Jetzt habe ich gebastelt. Hab einfach mein Telefon hier so dazwischen gesteckt. Geht auch. Und Cassie, die ackert an einem Ast. Aber wir wandern jetzt langsam zurück. Aber es ist wirklich, wirklich schön hier. Also es ist der schönste Ausflug an diesem Wochenende. Aber wie es immer so ist, man kann nicht alles haben. Es gibt wieder mal kein Internet hier, keine mobile Daten, nichts. Man ist völlig einsam und verlassen hier an diesem schönen Fleckchen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo es hier wieder zurückgeht, weil hier ist ja kein Weg. Ich muss gucken, wo Cassie lang geht, um den Weg zu finden. Einfach hier zwischen den Blumen durch. Aber ein schlauer Hund findet natürlich seinen Weg zurück. Bin ich hier eingekehrt und es gibt Latte Macchiato mit Mandarinen-Käsetorte und ich mache erstmal eine Pause. Ich will euch mal kurz zeigen, was es hier noch gibt. Habe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gesehen, aber es ist hier überhaupt kein Empfang handymäßig und daher, schaut mal, hier gibt es echt noch Telefonzellen. So richtig, so mit, ja. Ja, dann will ich hier in Treseburg, Rübezahl im Harz, auch das Video beenden, weil wir packen jetzt alles in Werner ein und dann geht's wieder ab ins nördliche Berlin, in den Barnim, nach Hause und morgen fängt die Arbeitswoche wieder an. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch.
Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt mit mir, Venna und Cassie, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich echt freuen. Bis bald. Bye. Hier könnte ich mit... Oh, warte.